So, gucken wir uns nochmal, nachdem ich gegessen habe, das Video von Holger, den Hoden Kobold, an. Denn er testet die schlecht bewertesten Lieferservice in Buxtehude. Da bin ich sehr gespannt drauf, Digga. Wir haben eine Stunde gewartet jetzt. War das doch eine Stunde? Ja, eine Stunde jetzt gerade. Also ich als alteingesessener Buxtehuder kenne natürlich alle Lieferanten da, ne? Und schön, dass ihr am Start seid. Wann ihr grüß dich. Hallo. Was moin. Geht da ja? Wir werden mal heute ein paar Lieferservice auschecken, ne? Achso, ich dachte, ich bin hier um dir. Das ist schon vorbei, das war Vorvideo. Also, wir werden heute ein paar Lieferservice testen und zwar die schlecht bewertetesten. Das wird eklig, sag ich mal, ne? Ja, wer weiß. Es ist ja auch manchmal so, dass wegen Service späte Lieferzeiten und so die schlecht Bewertungen sind, ne? Aber wir stellen uns dann auf was ein. Das habe ich zu Holger gesagt. Er hat nämlich mit mir darüber vorher gesprochen und da meine ich, Bruder, aber vergesst nicht zu erwähnen, dass nicht immer eine schlechte Wertung beim Lieferservice mit dem Essen zu tun hat, sondern kann auch der Fahrer sein, der unhöflich ist, die Lieferzeit oder der so, das Essen ist kalt, so, ne? Wenn das natürlich auch vielleicht nicht so köstlich schmächtig wird. Ja, muss ja auch sein, irgendjemand muss es ja mal testen, ob es wirklich so schlecht ist. Ja, also ich sag mal so, es gibt halt auch viele Möchtegern-Experten, aber ihr sind zwei Essenskenner, ne? Das ist einfach so. Und das hat natürlich Hand und Fuß, was viele sagen. Und wir werden schauen, ob das reinhaut oder nicht. Und wir machen so, ne? Wir stellen jetzt nicht auf Lieferando und sagen noch, hier, der hat so lange gebraucht, weil Lieferando, sag ich euch ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Erstmal nehmen wir das gute alte Krockhaus unter die Lupe. Das hat voll schlechte Bewertung, war früher heftig, sag ich euch. Krockhaus? Alter, ich würde sagen Krock, ne? Habe ich mal gekotzt von. Das ist eigentlich für mich so ein richtig ekliges Krock, meinst du? Ja, vom Kopf habe ich auch noch einen. Wir testen mal. Wie schön hat's denn? Was ist noch? Ja, ich blende einen hier einfach. Und dann fahren wir jetzt da in die Vanino. Ja, okay, let's go. Auch zum Kokos. Gibst du noch Ghetto-Faus? Kokos, Kokos. Guck mal, Evanio hat eben was Schönes gesagt. Was hast du eben gesagt zu Crocs? Ich muss sagen, Croc aus Buxtehude ist auf jeden Fall ein legendärer, alteingesessener Laden. Den gibt's gefühlt schon seit ich denken kann. Ich lutsch sehr ungern Crocs. Nein, aber ich muss sagen, ich habe mit Croc leider immer Erfahrungen irgendwie gemacht. Einmal bist du sogar gekotzt wegen dem Croc. Wegen Croc. Schon wegen dem Croc. Wegen dem Croc. Und ich hab glaube ich, in meinem Leben selten geilen Croc gegessen. Also wirklich. Ist echt so. Ich gebe ihm recht. Die meisten machen einfach, die holen sich irgendwie ein Industriebaguette, hauen da eine Scheibe Salami drauf und Käse und denken, sie sind Albert Einstein der Neuzeit so. Ja, ich hoffe, warst du schon mal? Ja, ja. Und? Ich sag so. Ach nee, schön, dass ihr schlecht Früher, wo wir noch Sportzigaretten geraucht haben, ne? So nennt es also. Ja, und ich ja eher so. So das große Gerät, ne? Da war ich voll begeistert und dann war aber eine Zeit lang echt nicht gut. Und als ich das letzte Mal immer geholt habe, war wieder so, war echt nicht schlecht. Es war lange Zeit hat enttäuscht, als ich gesagt habe, boah, und dann sich Krockhaus nennen. Ja, Krockhaus in Buxtehude, der hatte eine gute Zeit hinter sich. Also der hat schon wirklich sehr, sehr viele Besitzer gehabt. Und das war auch, glaube ich, das, was am Ende dem Laden so ein bisschen auch schlechte Bewertung gebracht hat und auch keinen guten Ruf mehr so in Buxtehude. Dadurch, dass so viele Besitzer gewechselt sind, war die Qualität auch immer unterschiedlich. Aber warst du schon mal nüchtern da? Ja, doch, da war ich inzwischen. Okay, dann lass mal nüchtern rein. Wir gehen mal rein. Okay, also wir haben jetzt hier auch Hamza am Start von. Hamza kenne ich auch, alter Weggefährte von früher, kennt sich und schätzt sich. Guter Mann, sehr höflich. Gute Erziehung, besser, also sehr guter Mann. Ein meiner besten Kollegen, der Bruder. Moin, moin. Hamza, was würdest du mir jetzt empfehlen, ganz spontan? Ich nehme eh was anderes bestimmt, aber egal. Nimm mal einen Thunfischkrok mit Knoblauchsoße. Thunfisch mit Knoblauch. Das muss ich sagen, ich habe da auch vor einiger Zeit mal gegessen. Die Knoblauchsoße ist wirklich lecker, Digga. Evanio, das ist doch was für dich bestimmt. Ja, okay. Dann nehmen wir Thunfisch für mich auf Oldschool-Basis. Ich habe schon gesagt, wir waren früher immer so, Sportzigarette haben wir genommen und dann sind wir hier rein, ne? Dann nehme ich mit Salami einfach. Alles. Also, wenn das Krockhaus weg wäre, sage ich euch ehrlich, würde ein Stückchen vom Buxtehude fehlen. Alles klar. Okay, geil, Mann. Sieht ja erstmal soweit so gut aus. Alles frisch, alles lecker. Einfach selber kaufen. Ja, habe ich auch schon mal überlegt, einen eigenen Lieferservice in Buxtehude aufmachen. Aber angenommen, ich hätte die Möglichkeit, den Laden zu kaufen, dann würde ich ihn nicht weiter unter dem Namen Krockhaus laufen lassen, Digga. Dazu ist der Name aus meiner Meinung nicht böse gemeint zu sehr beschmutzt. Man muss in Kleinstadtverhältnissen sehen und das natürlich bei mir Emotionen dranhängen, aber zum Beispiel Pizza habe ich hier auch früher echt immer gern bestellt. Obwohl es ein Krockhaus heißt, ne? Pizza? Ja, hier so Currywurst, das würde mich interessieren. Würde dich interessieren, ne? Wollen wir auch nur Currywurst? Das macht die geil, Mann. Oder allgemein, ich kann nicht verstehen, warum ein Krockhaus Currywurst verkauft. Ich weiß, die Leute, wenn sie etwas bestellen, sie wollen Vielfalt haben. Aber Bruder, wenn ich mich Krockhaus nenne, dann verkauf doch auch nur Crocs. Eine Currywurst hat aus meiner Wahrnehmung bei einem Krockhaus nichts zu suchen, Digga. Dann soll man sich wirklich auf das, wie man sich nennt, auch spezialisieren. Sachen zu bestellen, die eigentlich zum Beispiel... Wer beim Krockhaus anruft, um sich Currywurst zu bestellen, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Irgendwie Currywurst oder so, was gar keinen Sinn eigentlich ergibt. Ja, das ist gut. Und zu testen, wie es schmeckt. Das ist gut. Ich frag mal einen Hamza. Hamza!
Können wir auch noch eine Currywurst? Du willst auch eine Currywurst. Ja, Mann, das wäre geil. Geht mir. Ja, geil, Mann, wir nehmen auch noch eine Currywurst. Ja. Alter, wir gehen aufs Volle, Mann. Danke, Hansa. Hast du Currywurst schon mal gegessen? Nee, Currywurst habe ich hier noch nie gegessen. Okay, wir gucken mal. Ja, ja. Also haben wir alles am Start jetzt. Ja. Wir werden jetzt erstmal einmal auspacken. Ordentlich, guck dir an, die haben echt... Es fühlt sich halt einfach auch geil an, Digga, sich die Videos anzugucken, weil man immer im Hintergrund irgendwas sieht, wo man eine Verbindung mit hat. Richtig, also korrekt von denen, dass wir die hier reingetan haben. Wir testen diesen Laden wirklich komplett. Das sind die Crocs. Schön eingepackt. Ey, so französisch eingepackt. Ja, die kenne ich. Croc kommt ja eigentlich aus Frankreich, ne? Haben die auch so ein bisschen angemacht? Ja, kann man so sagen, ne? Croc aus Frankreich. Aber ich bin ehrlich, ich kann hoffen, meine Eingebildung mal reicht. Baguette, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt sagen müsste. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen. Ja, was? So, also, es ist nett, dass sie dazu so geben, ne? Ja. Ich dachte, die machen das so schön rauf, die Soße. Die Soße? Ja. Nee, aber das ist, glaube ich, Taktik, weil das sonst du da durchsapscht, weißt du? Ja, okay, stimmt. Es ist nicht nur die Taktik, also es ist nicht nur, weil es durchsapscht, sondern manche Menschen mögen es, wenn ihr Croc in Soße schwimmt. Und manche mögen es, wenn ihr Croc, wenn man selber entscheiden kann, wann man ihn reindippt und wann nicht. Wir sind zum Mittag. Soll ich dir raufballern? Ja, ich bin zwar eigentlich jemand, der auch gerne ohne Soße nimmt. Ja, okay, gut, ich mag Soße. Ich probier mal einmal ohne erstmal. Und der Preis, ihr seht ja nicht, 4 Euro, Digga, ist auch mehr als ein fairer Preis. Ah, Moment. Ich muss kurz jemanden hier rausziehen. Tomaten haben wir aber. Tomaten kann ich lecken. Die haben da wirklich, weil du den Käse auch abziehst nochmal, ne? Ist schon ordentlich Thunfisch auf jeden Fall drauf. Ne? Die haben, ist natürlich alles, sage ich mal, sehr standardhafter Thunfisch jetzt so, aber. Oh, hier so schön reindippe. Oh. Ja, ja. Guck mal, wenn du den Osch hier anguckst, ich hab das schon mal reingebissen. Der ist schon gut lang. Ja. Ah, Moment mal, da ist ja Monte. Aber traurigerweise hat er absolut recht, Digga. Das war damals meine absolute Stammspielhalle. Wir in Buxtehude nennen sie Stinkebude. Die Besitzerin heißt Martha, eine ganz liebe, kenne ich auch schon ewig. Und das war früher meine Stammspielhalle. Ja, genau da. Man sieht den Käse, man sieht die Salami. Also, es wurde auf ordentlich was draufgetan. Boah, das brennt aber ordentlich, muss ich sagen. Ne? Ich habe ja das Thunfischding hier. Ist knusprig, ne? Muss ich lassen, sogar. Ich finde das lecker, muss ich wirklich sagen. Ganz ehrlich. Also eins muss ich sagen, Evanjo, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe noch nichts gegen ihn, aber wie er auf Krampf versucht, eklig zu essen mit Witze in den Mundwinkeln, das triggert absolut, Digga. Wisch dir den f***ten Mund ab. Wie wir vorhin gesagt haben, ordentliches Croc gibt es sehr selten. Der ist jetzt keine 10 von 10, Digga. Nee. Aber der ist ohne Scheiß, den könnte ich ganz gut weghauen. Ohne Probleme. Lass mal da schon mal eine anonyme Bewertung ins Handy einmal eingeben. Scheiße, ich muss Stöcke auf den Boden legen, meine Bewertung vor mir. Kleiner Funfact auch nochmal. Hier hinter, das sieht man nicht, hinter dem Kopf von Holger, ist der Hintereingang von einem Luxus-Elektrofachgeschäft, der hier in diesem Gebäude ist. Und da hing der komplette Zentralschlüssel an der Tür, womit man die Alarmanlage ausmacht, ins Haus reinkommt, überall reinkommt. Und ich habe den Schlüssel genommen, Bruder, und habe ihn zurückgegeben. Da war ich stolz auf mich, Digga, muss ich sagen. Für meine damaligen Verhältnisse nicht selbstverständlich. Mein Handy weg, du darfst nicht hingucken. Ich hab fertig, kannst du bekommen. Ich hab eine 7 gegeben. Das ist der Höchste. Das ist eine 7, oder war eine 7 andersrum? Ich hab erst andersrum. Ich hab die Antwort, warte, von der Seite aus sieht's aus wie eine 7. Ja, ja, das ist eine 7, ne? Ohne Scheiß, ich hab eine 6,5 gegeben, ne? Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, die kannst du richtig gut weghauen. Ohne Probleme, aber jetzt auch nicht die Welt, wenn man nicht übertreiben soll, ne? Aber besser als ein Standardsoße, würde ich sagen. Aber man muss ja sehen, wir fahren durch die ganze Welt, essen für so kleinen Standlieferservice, wie jemand anders, der da reingeht, vielleicht nicht so krass unterwegs ist. Da kann man echt gut machen, ne? Ja, safe, safe. Das Essen zu bewerten von Lieferservicen, wenn man es frisch mitnimmt und nach 2 Minuten isst, ist auch nochmal eine minimale andere Beeinflussung, als wenn du eine halbe Stunde auf dein Essen wartest und es in einer halben Stunde bei dir ankommt. Es ist ein großer Unterschied. Da bin ich gleich gespannt auf deine anonyme Bewertung. Also, dann nehmen wir mal die Pizza. Oh, so ist man, Männer. So ist man. Weil ich will auch so einmal reinschieben. Was gebe ich dann Holle für die heute? Also ich habe Pizza ehrlich für Lieferservice. Ich liebe diese Pizza einfach. Aber ich also jetzt nicht übertreiben, ne? Es ist immer noch, ich habe die besten Pizzen der Welt gegessen. Gebe ich eine 7,5, die 5. Was? Das soll eigentlich eine 5 sein, weil die wollen so einen Bogen drin sein, weißt okay. du? 7,5. Boah, das ist total stark, Alter. Ja, aber jetzt all time von normalen Pizzen mit bester Pizzabäcker der Welt. Gibt das eine 5,5. Einfach eine normale, leckere Pizza. Kommt nicht ganz schlecht, das ist genau in der Mitte von 5 bis 10. Ich muss echt sagen, ich habe eine 4 hier. Bei Lieferservice kann ich sehen. Bei Lieferservice habe ich so direkt mal 5 gegeben. Nein! Ich fand die Pizza echt schon gut schäbig, Alter. Ohne es böse zu meinen. Ich fand die. Nein! Doch, sorry, der Croc war echt nett, den konnte ich mir gut reinballern, ne? Aber Digga, die Pizza war echt. Du hast an der falschen Stelle abgebissen. Ganz ehrlich, du hast an der falschen Käse Stelle. War nicht. Ich glaube, Holger ist bei der Pizza emotional einfach dabei, weil es für ihn halt oldschool Kindheit ist.
Krass, Salami war nicht krass, ey, es war echt nicht so eine gute Pizza, Mann, muss ich echt sagen. Denkst du, das war meine Kindheit, oder was? Das war deine Kindheit. Boah, ja. Digga, die sieht gruselig aus, Digga. Die sieht richtig gruselig aus. So richtig schwimmen, das ist ja keine Soße, muss ja dickflüssig sein, also eine, vor allem eine Currywurstsoße. Also sagen wir mal ganz ehrlich, die Soße sieht nicht perfekt aus, da muss man einfach so sagen. Die Soße sieht nicht perfekt aus, aber ich glaube, das ist durch die Verpackung, denn Kondensflüssigkeit, bleib. Ich will die jetzt nicht zu doll schützen, weißt du? Ja. Ich bin jetzt auch nicht, dass die... Das Ding ist auch, ich kenne die Jungs. Holger kennt auch Hamza schon lange. Und man will dann auch nicht so, weißt du? Deutsche Schutzgesellschaft oder Hollis. Nimm mal Schutz an. Ey, Scheiße, Holli, danke gerade, ehrlich? Das wird schlimmer. Mit dem Wasser. Digga, es ist eine Wurst, aber keine Currywurst. Also, ich schmecke nicht dieses Geile. Du eine Currywurst kaufst ja nicht wegen der Wurst, sondern auch wegen den ganzen Soßen, so gesagt. Aber du hast hier einfach keine Soße, sondern einfach nur ein Schwimmbecken. Currywurst, lass mir einfach mal raus jetzt hier. Bewertung. Ey, ich muss leider echt sorry, Digga. Aber Real Talk, jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Krockhaus kann man sich richtig geil geben. Ja, das ist Krok. Vor allem Krok, dafür stehen sie auch. Krok gut, meiner Meinung nach auch Pizza richtig geil geben. Evanio sagt nichts. Aber die Currywurst. Bitte lass es einfach. Der Currywurst hätte ich jetzt eine 3 gegeben. Muss ich ganz einfach sagen, eine 3. Digga, der wäre gleich mitgegangen. 3, 2, die war echt nicht stark. Ja, man kann nicht alles können. Ne? Nein. Aber ist okay. Die stehen für Krok. Ja. Machen die gut. Die schieben die gut rein. Machen wir. Gehen wir zum nächsten Dings. Jetzt haben wir voll die dicke Flotte, ne? Guck mal hier, das sind alles. Super Biss. Es wundert mich nicht, dass der Name und die Autos zensiert sind. Zum letzten Wagen. Der 3,1. Wieso ist der denn so schlecht bewertet? Lass es doch mal gucken einmal. Ich habe Schnitzel Hamburger Art. Für 2 riesen Schnitzel habe ich ein Spiegelei bekommen. Digga, warte, der hat Schnitzel bestellt und ein Spiegelei bekommen. Ja, okay, das war... Okay, Pommes waren labbrig, lange nicht mehr so schlecht gegessen. Pommes bei einem Lieferservice zu bestellen, die kommen zu 95% labbrig an, weil sie in eine Box getan werden, wo sich das Kondenswasser bildet und die werden wabblig. Selbst bei einer Dönerbox, wenn du die mitnimmst, sind deine Pommes danach labbrig. Boah, Junge, der Lieferservice nicht zu empfehlen. Wirklich selten so ein unfassbar schlechtes Essen gehabt. Oh, okay, das ist hart, weil wir haben eben auch bei uns, bei Dominus, hatten wir auch... Wenn die gute Restaurants machen, sie Löcher in die Box. Ja, oder es sind halt Boxen, wo schon Löcher an für sich drin sind. Spezielle Pommesboxen. Überlegt zu testen jetzt, warum das so schlecht. Da war immer nur, kam was anderes oder kam spät, kam gar nicht. Aber hier geht's ums Essen. Hier geht's ums Essen. Gut sein. Boah, ein Burger. Lass uns einen Burger fetzen. Ich schwöre dir. Ja, wir kriegen Spiegelei dann. Ja. Boah, Digga, nicht noch eine Currywurst. Nein, das überlebe ich auch nicht. Ey, die haben Gyros-Teller. Sollen wir einen Gyros-Teller? Komm, lass uns Gyros-Teller. Ja, und einen Burger. Und Burger. Dabei ist denn so auf Bro-Basis jeder von einer Seite ab. Ja, finde ich gut. Machen wir. Okay, perfekt. Also wir haben uns umentschieden, weil wir gehen nachher noch zum Griechen. Das wird denn die schlechteste Bewertung. Boah, die haben nur 2,6. Ja, ist toll. Wir nehmen hier jetzt nochmal, mal gucken, wie die Bruschetta herkriegen. Lieferservice, wie wird das denn aussehen? Und Spaghetti nehmen wir. Also hier sind wir mitten im Buxtehude, im Marktkaufzentrum. Also erstmal interessant, Evanio, ne? Wie lange stehen wir jetzt hier? Wir stehen halt wirklich, Leute, hier schon 20 Minuten. Das kann entweder ein gutes Zeichen sein, dass sie wirklich brauchen, aber da sitzt niemand drin. Das heißt, wir sind die einzigen Kunden so. Das ist, weil das Gourmet wird und die sich echt richtig lieben da rein. Also ich kann euch jetzt schon sagen, das Essen ist da richtig wack. Ich hoffe. Vielleicht, ne? Glaub ich, aber irgendwie nicht. Gucken wir mal, ihr werdet gleich erfahren, was sein wird. Er sieht schon mal, muss ich sagen, wir haben schon mal reingeguckt, ne? Weil wir mussten gerade ein Foto machen. Sehr ganz ehrlich, Holle, kennst du diese Burger vom Tiefkühler? Ja, genau so sieht das aus. Sieht genau 1:1 aus. Oder Mikrowellenburger, ne? Genau, der Käse ist ja nicht mal richtig angeschaut. Da siehst du, allein nur vom Käse, Digga, siehst du, dass das nichts Gutes ist. So. Das wäre 3, es hätte die Mikrowellenburger gegeben. Boah, Digga, ist mal ganz ehrlich, das Brot sieht zwar nett aus, aber der Rest sieht echt mikrowellenmäßig aus. Ja. Und ist auch schon kalt. Ja, gut. Also, wir haben ihn eine Minute jetzt da drin gelassen, ne? Das muss man sagen, weil wir eben ein Foto gemacht haben. Ey. Sag einfach direkt deine Bewertung. Der ist aus der fucking Mikrowelle. Ja, ehrlich? Mit bisschen Salz drauf, ey. Ehrlich? Muss man mal einbeißen. Das ist eine Mikrowelle, ich schwör's dir. Ey, Mann, das ist doch eine Mikrowelle. Erzähl mir, was du willst. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein, die Soße ist ganz okay. Aber der Rest, boah, das ist schon wirklich nicht schlimm. Ich find's nicht schlimm. Den Burger bestellt man wohl nicht nochmal, sagen wir mal so. Ja, aber du bestellst auch nicht beim Lieferservice und denkst dir, boah, geil, Mikrowellenburger, da kannst du gar nicht in den Supermarkt gehen. Ich verstehe manchmal Lieferservice, ich muss dir einfach sagen, man will ja, dass die Leute wieder bestellen, man will, dass die Leute kaufen. Da esse ich doch meinen Burger selber und guck, dass der geil schmeckt. Und das ist einfach so, klar, beim Lieferservice sind die Burger oft nicht so gut, aber Burger, guck mal, ich würde eine 4 von 10 geben. Weil er schmeckt jetzt nicht scheiße, aber es ist einfach so, mach doch was, du hast einen Lieferservice, mach das was richtig geil schmeckt. Das ist einfach so, einfach man schmeckt keine Liebe, man schmeckt gar nicht. Das ist einfach nur eine Frikadelle drauf, irgendwie eine Scheibe Käse. Warum macht man sowas? Ich habe einen Laden. Vor allem, muss man vorstellen, der Käse war ja nicht mal geschmolzen, so ein bisschen, ja. Weißt du? Okay, wir haben hier jetzt Bruschetta, ne? Ich wirklich hasse Tomaten zwar wie Pest, ne? Ach ja, scheiße. Aber du kannst es gönnen, du kannst es nicht. Ich gönn. Okay, muss das nicht sein? Das sieht aus wie ein nettes Knoblauchbrot. Das sieht gut. Oder wenn man Bruschetta nicht hinbekommt beim Lieferservice, dann sollte man den Laden auch kündigen, Digga. Los.
Boah, ich muss ganz ehrlich, das riecht sogar wirklich gut von hier aus. Ganz ehrlich, das kann man richtig gut essen. Wirklich, es riecht auch gut, muss ich sagen. Also ich scheiße Tomaten, aber das Brot riecht. Das ist ein Knoblauchbrot, oder habe ich es eingebildet? Knoblauchbrot, schön viel Knoblauch drauf, also richtig giftig, sag ich mal, vom Knoblauch mag ich, aber hey, echt eine 7 von 10. Also das kann man boah, sich. Boah, ja gut, da haben sie drauf fokussiert, ja. Ne? Ja. Aber jetzt. Da haben sie drauf fokussiert, sag ich ja. Aber jetzt, Holle, Digga, das ist wirklich eine Aufgabe. Gute Napoli-Pizza. Ja. Oh, gute wie heißt es nochmal? Napoli. Bitte Napoli, genau, Spaghetti Napoli. Warum magst du eigentlich keine Tomaten, aber ist Tomatensauce. Das ist ja was anderes, nochmal Gewürzen. Das ist ja nicht diese rohe Tomate, die du reinbeißt. Ja, ja. Guck mal, es ist wirklich voll gesaut mit Tomatensauce auf jeden Fall, ne? So soll es, glaube ich, auch sein mit dem Rezept. Original früher, wo ich gar keinen Cash hatte, so. Ausbildung, Wohnung, erst Bleibe. Gehst du Penny und die günstige 69 Cent Spaghetti Bolognese. Mit der absolut letzten Tomatensauce, ja, ne? Ja, die wie Miracoli ist, nur die von Penny. Original haben wir die, glaube ich, genommen. Aber es ist wirklich auch diese richtig, kennst du diese Tomatensauce, die irgendwie so gefühlt, die schlechte Tomatensauce gefühlt? Versuch mal, ja, ja. Das riecht jetzt auch nicht so stark, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Knoblauchbrot, das war, okay, Knoblauchbrot ist keine Kunst, aber trotzdem. Digga, wie wässrig ist das? Boah, ich muss echt sagen, das ist echt nicht stark, Digga. Das ist halt wirklich, wie du es beschreibst. Pass mal kurz, du zahlst ja wirklich 6 Euro oder so dafür, wenn du das bestellst. Das geht doch nicht. Für mich ist das eine 3 von 10, weil es ist jetzt natürlich halt nicht so, dass du kotzt oder so oder sonst was. Es ist einfach nicht besonders gute Napoli oder wie sie es nennen, ne? Oder wie würdest du gehen? Das ist, ich würde da komplett mitgehen, Digga. Das war wirklich nicht gut, Mann. Klar, ey, du kotzt jetzt nicht und du stirbst jetzt nicht und man kann es essen, ne? Ich bin man kann's essen. Dankbar für jedes Essen, so, aber es geht ja darum, jetzt die Schlechtesten zu testen. Mhm. Und das ist verdient das Schlechteste gerade, echt. Das ist wirklich nicht stark. Nicht. Ja, alles andere hat mich auch überrascht. Also wie gesagt, dass das Essen da nicht besonders gut ist. Der Standort ist top, ich weiß nicht, woran es hapert, so, aber ich war früher da Stammkunde. Ich bin damals mit Anna gefühlt 3-mal die Woche da hingegangen, haben uns Essen geholt, das hat immer uns gut geschmeckt und irgendwann hat die Qualität einfach nachgelassen, Digga. Wirklich nicht stark, aber die Bruschetta war richtig gut und auch hier muss ich sagen, die Pizza konnte man sich immer gut geben. Die Nudeln sind wirklich Katastrophen, Digga. Die sind wirklich richtig schlecht, Mann. Gehen wir ab zum Mykonos, der mit den Steaks. Der wird sogar noch böser. Also wir haben jetzt... Also Mykonos habe ich damals auch bestellt, ist ein griechischer Lieferservice, wo du Gyros mit Pommes und so bestellen kannst. Ich weiß nicht, warum er die schlechteste Bewertung hat. Meines Wissens nach ist das gutes Bestellessen. Mal gucken. Ich habe gerade tatsächlich den Besitzer sogar noch getroffen, er hat uns gesehen, wieder gefilmt, weil ich dachte, irgendein Passant guckt. Der hat auch gefragt, na, wie war? Boah, es war super unangenehm, Leute. Alter, jemand das ins Gesicht irgendwie zu sagen, ist noch härter, weißt du, was ja sein ja, Laden ist. Ja, also ich habe ihm das gesagt, wie es ist, Bruschetta gut, der Rest irgendwie war mir nicht begeistert. Aber so ist das Game. Am liebsten werde ich gut, aber das war eben richtig unangenehme Situation. Oh, das war ne? ganz unangenehm. Du kannst ja nicht sagen, ey, dein Laden ist kacke, aber es war wirklich nicht gut, Mann. Ja. Also anscheinend hat wohl dann der Besitzer gesagt, mach den Namen weg. Weiß ich nicht, Digga. Fühle ich jetzt nicht so. Ah, also er wird das auch wissen. So, wir haben hier 2,6 Sterne. Viel zu spät Lieferung. 2 Stunden nach Bestellung ist fehlt das Essen, das teuerste. Aufgrund der späten Lieferung konnten wir nicht sofort essen und es fiel somit circa eine halbe Stunde später erst auf. Laut Lieferanten noch 60 Minuten Wartezeit. Nach 120 Minuten, 2 Stunden ist die Lieferung leider noch immer nicht erfolgt. Alles Lieferzeit. Ah, aber hier noch einmal das Essen ungenießbar. Kalte Pommes, völlig versalzenes Fleisch, ekliger Salat, 2 Stunden Wartezeit. Aber auch Wartezeit, vielleicht war er salzig auch trotzdem wegen der Wartezeit, hat nochmal extra reingeknallt. Und ganz zu Recht, Digga, wenn ich 2 Stunden auf mein Essen warte, dann raste ich auch aus, Digga. Also, beim Lieferservice sind wir mal ehrlich, wenn du zur Hauptzeit anrufst, sagen wir mal, du bestellst auf einen Samstagabend um 18 Uhr, wo alle zu Hause sind, vielleicht einen kleinen Heben oder ein Rauchen, whatever, und die bestellen sich alle Essen. Bruder, also alles, was über eine Stunde ist, tut weh. Alles, was unter einer Stunde ist, ist akzeptabel. Ich finde, eine geile, schnelle Lieferung ist so eine halbe Stunde, bis dreiviertel Stunde, so eine halbe bis dreiviertel Stunde ist völlig legitim. Dreiviertel Stunde bis Stunde ist noch okay. Alles, was über eine Stunde ist, ist schmerzhaftiger. Mein Resümee hieraus ist, dass es echt im Großen und Ganzen die Wartezeit sein wird. Ja, wir nehmen jetzt ein Gyros. Auf jeden Fall, vielleicht was anderes auch noch. Da ist der gute Mykonos, wir werden zuschlagen. Aber wir müssen jetzt noch bestellen für den kleinen Hunger nochmal. Auch nochmal ein kleiner Funfact, Digga. Auch absolut 100% oldschool. Hier war früher ein alter Angelladen drin. Einer der wenigen Angelläden, die wir in Buxtehude hatten. Da hat man früher einen Stepper reingemacht und hat sein Angelzubehör gekauft, Digga. Keine Spielhallen-Story. Wir werden zuschlagen, aber wir müssen jetzt noch bestellen für den kleinen Hunger nochmal zwischendrin für dich. Hier waren ja, habe ich dir mitgebracht. Ey. Ein paar Snacks. Sag mir nicht von Sack Plus. Ja, doch, doch. Ui. Und okay. Da denkt dann, Leute, King das Box? Sind die schönen Snacks, ja. 50% Protein sind da drin. Ja, geil. Ja. Da ist mal Schokolade. Ja. Und Protein, den gut. So ist das. 50% Protein, denkt an Holle 10 bei sackplus.com und jetzt werden wir hier snacken mecken. Also nur ganz kurz zur Info. Er macht um 17 Uhr auf, waren 17 Uhr da. Wir müssen jetzt nochmal losfahren, wir kaufen was ein, weil es erst in der Stunde Essen gibt. Also nur das so, deshalb cool sind
legen noch mal los und dann holen wir gleich das Essen ab. Wir sind jetzt am Start. Ich muss sagen, war deutlich schneller, aber es gab auch ein kleines Missverständnis. Gyros wird noch extra jetzt gemacht. Wir haben jetzt Souvlaki bekommen, Gyros wird noch mal extra. Ne? Hast du mitbekommen? Wir haben eine Stunde gewartet jetzt. War das doch eine Stunde? Wir haben eine Stunde jetzt gewartet. Okay, aber das Essen war schon fertig, als wir waren. Vielleicht war auch ein kleiner Moment früher fertig. Mhm, aber ey, jetzt muss doch gut schmecken. Ja, das wird so. Wir sind am Start hier. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich habe da auch mal bestellt. Und dass es das schlecht bewerteste ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Essensqualität liegt, sondern an der Lieferzeit. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Jungs das Essen finden. Das ist kleinen Hunger, ne? Also wir haben für einen kleinen Hunger bestellt. Komm, wir werden mal beide einmal jeder von einer Seite reinbeißen. Hä? Ich schwöre euch, schmeckt gut. Hä, warte, wie kann das sein? Ich muss aber zusagen, der ist richtig frisch. Mhm. Als ob er gerade rausgekommen wäre. Hast du gut gemacht, Chef, das Essen? Bitte. Tzatziki ist nicht so gut, Chef, aber. Man kann Griechen, so sagt man im Vergleich zu anderen Griechen mit einem Souvlaki. Bei mir ist lange her. Ich würde sagen, eine 6,7. Cool. Du nicht? Ich fahre jetzt kurz nur 6,5 vielleicht. 6,5? Aber das ist nicht schlimm. Ich muss sagen, ich bin gerade geschockt, ey. Also, was? Mhm. Ja, ich bin geschockt. Und du eine 6,5 sagst du, ne? Ja. Mhm. Sag ich, wenn geliefert ist. Oder ich denke mal, so viele hatten wir doch gesehen. Wegen Lieferzeit haben wir doch jetzt auch ein bisschen Probleme gehabt. Ja, gut, aber schmeckt. Aber schmeckt? Mhm. Jetzt kriegen wir hier noch Gyros anstatt. Guck mal, Gyros auch. Das habe ich auch bestellt. Gyros-Pommes bei Mykonos hat immer gut geschmeckt, Bruder. Über Tzatziki-Geschmäcker lassen sich streiten, ist klar, wenn er nicht das Stärkste ist. Eigentlich ist Tzatziki das weniger Wichtige, denn wichtig ist, wie das Fleisch schmeckt. Aber in Kombination Gyros mit Pommes, da ist der Tzatziki das essentiell Wichtige. Aber also, es bestätigt meine Vermutung, dass das Essen eigentlich nicht das ist, was die schlechte Bewertung gemacht hat, sondern die Lieferzeit. Auch schön frisch. Habt ihr einen Spieß oder macht ihr so in der Pfanne? Nein, Spieß. Habt ihr Spieß sogar, ne? Ja. Die haben sogar einen Spieß, ja. Frisch, immer frisch. Ein klein bisschen trocken, Chef. Aber das stört mich komisch, weil dabei nicht. Ich feiere das Gyros echt. Ich brauch Tzatziki. Aber eigentlich ist ja da. Also da gebe ich dir auch eine 6,7 von 10, gebe ich dir für diesen hier. Also ist auch gut. Was gibst du, Ivano? Oh, ich gebe auch so eine 6. 6? Ja. Also das muss ich sagen, das stört mich auch gar nicht mit dem Trocken. So, auch die schönen frischen Zwiebeln. Die Pommes safe von Aldi gekauft, aber Dieter 44, spielt doch keine Rolle, Bruder. Es ist doch egal, von wo die Pommes gekauft sind, es ist wichtig, wie sie zubereitet werden. Werden sie in der Mikrowelle gemacht oder im Ofen oder halt geil im frischen Fett in der Fritteuse. Kann man machen. Ich muss kurz echt sagen, Souvlaki, ne? Überraschend gut, wirklich. Mhm. Es war sogar echt so leicht, so ist der Schwein, ne? Und ich bin selber ein Schwein, aber ich muss sagen, es war cool, es war nicht so dieses. Weißt du, was ich meine? So mit Zähne, sondern es ist echt ein bisschen so entspannt, dass du reinbeißen konntest, ohne jetzt ewig zu kauen. Aber der Gyros, Digga, der war schon gut staubtrocken, muss ich sagen, Alter. Ja, und ganz lustig, ne? Ich hab das gefühlt. Es hört sich dumm an, ne? Dass man sagt, trocken und gut. Ich hab das wirklich noch nicht so gehabt, aber irgendwie habe ich das gefühlt. Aber ich sag euch safe, diese 2,6 absolut ungerechtfertigt oder was es da hat. Ne? Ja, genau, 2,6 ist schon hart, Digga. Mhm. Als ehrlich. Ja, also da würde ich sagen, deutlich drüber. Da sieht man mal, dass das auch ein bisschen Schieflage sein kann. Klar, wenn man oft zu lang braucht für die Bestellung, kann man sich aufregen, aber naja. Leute, das waren die. Was bringt dir gutes, leckeres Essen, wenn die Leute 2 Stunden darauf warten? Gehen wir da mal von aus, dass du 1,5 Stunden oder 2 Stunden wartest und dein Essen aber eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in irgendeinem Kofferraum, in einer Warmhaltebox, dann verliert das Essen aber auch an Attraktivität, an Geschmack, dann wird alles wabbelig. Am Ende kannst du einen guten Lieferservice haben mit guter Qualität, wenn das Essen nicht schnell genug am Mann ist, dann wird dein Laden auch keine gute Bewertung bekommen, Digga. Gutes Video von Holle, habe ich gefühlt, Digga. 2 Stunden Wartezeit ist einfach zu lang. Bruder, alles, was über 1 Stunde ist, ist zu lang. Ich würde nach 2 Stunden Lieferzeit das Essen nicht annehmen. Ich bin dann auch ein Arschloch. Ich hätte mir einfach woanders bestellt und dem Typen nicht die Tür aufgemacht. Wer wirklich nach 2 Stunden noch vor deiner Tür steht und klingelt und denkt, du nimmst das Essen noch, Bruder, der hat das System von Lieferservice nicht verstanden. Das Einzige, wo ich noch verstehen kann, dass man 1,5 Stunden wartet oder am Ende 2 Stunden, wenn der Lieferservice so heiß begehrt ist, dass du beim Anrufen gesagt bekommst, wir laufen so auf Sparflamme, wir haben so viele Bestellungen, wir können deine Bestellung annehmen, aber das Essen kommt erst in 1,5 Stunden, 2 Stunden frisch, aber wir haben so viele Bestellungen. Dann kann man noch sagen, tamam, ich warte oder ich warte nicht. Aber wenn du anrufst und du hast Hunger und er sagt, ja, alles klar, halbe, dreiviertel Stunde und du sitzt zu Hause 1,5 Stunden, es kommt nicht, dann fühlst du dich verarscht, Digga. Gutes Video aber, habe ich gefühlt von Olga Holle.